So, herzlich willkommen zur letzten Folge für diese Woche zu der sogenannten Zaunisierungsfolge. Abgeleitet von dem Namen Zaunus Erectus Saurus. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Auch wenn ich gerade gar nicht weiß, was dieser Spruch überhaupt bedeutet, also beinhaltet, was er symbolisieren soll. Ah, 5 Euro Baggy. Warum liegt sowas bei mir rum? Ich nehme nicht mal Drogen. Weg damit. So, kam zum Fenster reingeflattert, ich schwör's. So. Wir brauchen Zaun. Also, wir wollten erstmal aufräumen hier. Wir brauchen erstmal weg und alles andere weg. So, und der Rest kommt hier rein. Weg. So, jetzt brauchen wir Zaun und Holz, um weiteren Zaun zu produzieren. Stöcke haben wir gar keine mehr. Ist nicht weiter schlimm. Das macht gar nichts. Tja, ich würde mal sagen, dann werden wir nächste Folge erstmal losgehen und ein bisschen Steinziegel holen. Die Sache ist, Sandsteinziegel ist ja dieser normale Sand und den haben wir ja hier massig. Da hinten und da hinten. Wir werden trotzdem mal in die Richtung gehen, da weiß ich, dass wir da alles haben. Genau. Aber das machen wir erst dann, wenn es zu den Dächern kommt. Weil für die restlichen Dächer, die wir noch machen, reicht das auf jeden Fall nicht aus. Da werden wir also früher oder später definitiv noch ein bisschen mehr brauchen. Ich würde mal sagen, wir haben erstmal alles zum Loslegen. Also legen wir einfach mal los. Beziehungsweise, wartet mal kurz. Ja, das war natürlich klar. Da komme ich nicht lang. Zitronen! Ja, nein. Ich würde gerne die ganzen Stöcker hier gleich mal verbrauchen für den Zaun. Wenn wir so schon Stöcker brauchen, warum nehmen wir nicht einfach gleich die, die wir sowieso schon massig haben? Das macht voll Sinn eigentlich. Eigentlich schon, aber an sowas denkt der nette Herr Ronny natürlich nicht. Wobei doch, habe ich ja jetzt so. So, dann haben wir ganz viel haben wir halt viel, ne? Wisst ihr schon? Alter, wie viele Stöcker? Das ist viel zu viel. Okay, wir brauchen auch noch mehr Holz. Na, wir haben nur noch ein Stack. Das erscheint ein bisschen wenig. Holy crap. Ich glaube, da müssen wir hier doch ein paar Bäume entfernen. Noch. Um auf die gewünschte Menge an Holz zu kommen, die wir für unser Bauvorhaben benötigen. So, erstmal so. Und dann ist das eine gute Idee? Ich mach mal erstmal manuell 80. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir mit den Zäunen, die wir jetzt bereits haben, kommen. Ja. Sieht geil aus. Nein, doch Mann. Du kleiner Unmensch, du. Es kriegst du Maria. Mecha. Ich komme nicht mehr raus. Helft mir. So. Ups, ich muss noch eine Lücke rein. 1, 2, 3, 4 Lücke. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, hier kommt dann nämlich auch eine Lücke rein. Are you fucking kidding me? Ich hätte mal Sand mitnehmen sollen. Ich nehme am besten lieber Kies mit. Dann kann ich nämlich gleich den Weg machen. Und dabei fällt der Sand an.
Das finde ich voll intelligent. Ich glaube, so mache ich das Ganze auch. Hallo? Ach nee, schon wieder verschiedener Zaun, ne? Holzzaun, Kreaturenzaun. Ich krieg eine Krise. Dieser Kack-Kreaturenzaun, der geht mir gerade so ziemlich hart auf den Sack. Erstens bringt er nicht, die Viere brechen trotzdem durch. Und zweitens verwechselt man ihn halt immer. Ja, das ist scheiße. Okay. Was soll ich jetzt machen? Genau, Kies holen. Danke, danke. Ah, das regt nur auf, ja. So, sieht man hier bereits, bis wohin das gehen muss? Ah, ein bisschen. Oh, auf jeden Fall bis zum Wasser. Upsa. Gut, dann lassen wir den erstmal ein bisschen auslaufen. Und den netten Herr Erde, den wir hier abgetragen haben, den tragen wir hier gleich mal wieder auf in diverse Löcher, die sich so beim Bearbeiten der Landschaft ergeben haben. Sagen wir es einfach mal so. Wir wollen jetzt hier keine Schuldzuweisung machen oder ähnliches, ne, sondern einfach nur sagen, dort ist Scheiße gelaufen. Dankeschön. Achso, jetzt noch. Hängt hier doch was in der Luft rum, ich glaub's ja. Kein Respekt mehr. Kein Respekt. So. Der Baum könnte sogar echt noch hier bleiben. Der passt unter dem Dach. Na gut, also die Blätter hier müssen dann wahrscheinlich weg, klar. Aber ansonsten, ich glaube, ich lasse den Baum tatsächlich. Ich versuche, wie gesagt, alle Bäume erstmal da zu lassen. Ist eine gute Idee. Okay, so, jetzt kommt hier ein dunklerer Zaun hin. Wow. Der Zaun ist leer. Mama. Ich kann nicht mehr. Alles. So. Gib mir mal 40. 40 ist eine gute Zahl. Eine gute Zahl. Eine Güteklasse Zahl. Was? So, 1, 2, 3, 4, genau. Dann stecke ich erstmal hier das Feld in Brand, ab. Ja, da war schon wieder Gras. Danke dafür. 3, 4, Lücke, 1, 2. Was sagt jetzt? 3, 4, genau. Sehr schön. Venia. Was hier passiert? Macht alles Krach. So, ich brauche mehr Zäune. Man reiche mir die königlichen Zäune. Was? Ist das hier richtig so? Ja doch. So, hier sollte alles soweit passen. Das Haus sollte hier komplett reinpassen. Sehr schön. So, hier. Also du musst auf jeden Fall weg. Der Baum hier muss wahrscheinlich auch weg. Ah, wobei. Ah, ne, könnte passen. Gucken wir mal. Glaubt, der Baum kann tatsächlich. Komm, den lassen wir auch einfach stehen. Und ich glaube, dass nicht das Ding kann. Hä, wir haben zwei Palmen? Aber wo kommst denn du her? Hier war doch für nur eine. Oder schädig jetzt. Ja, super. Das ist natürlich hier. Also, das ist ja echt ein Prachtexemplar. Das ist aber das hier los. Katastrophe. Einfach nur Katastrophe. So. Dann kommt jetzt hier die letzte Hausreihe hin. Wobei ich fast bezweifle, dass die überhaupt noch hinpasst. Heilige Scheiße.
Nee, egal, erstmal nur ein bisschen anbauen. Ich will trotzdem hier, upsala, Haus außen. So, dann kommt hier nämlich das auch noch weg. Dann endet der Sandweg hier auch direkt bei dem Baum. Ja, und hier müssen wir noch anbauen. So, der Baum hier ist auch definitiv im Weg. Also der ist dann mitten im Haus und das kann man nicht verantworten. Also ich akzeptiere ja vieles, aber Bäume, die mitten in Häusern sind, also da hört der Spaß dann auf. So. Was? Achso, weg da. Ah, sieht gut aus. Ich falle. Ich ertrinke. So, der Baum hier. Ne, der kann auch da bleiben. Aber der Baum hier, wie gesagt, der muss weg. Ein Glück habe ich die wunderschöne Axt dabei. Und ich bin schon wieder verhungern. Und ich habe kein Brot dabei. Was ist hier los? Und mein Inventar ist voll. Was ist hier los? Aber irgendwo, ich kann noch nicht mehr rennen. Ist ja klar, ich bin verhungern. Da ist mit Rennen eher schlecht. Ja, wird er es noch schaffen, rechtzeitig zu seiner Truhe zu kommen? Um genüsslich sein Ding in seine... Was? Lassen wir das. Alter, gerade mal 3 Brote und ich bin komplett voll? Was ist denn hier los? Ist aber schon ein bisschen illegal. So, dann können wir gleich mal hier ein bisschen abladen. Nein, du bitte nicht. Du bitte auch nicht. Und hier noch ein paar Blumen rein. Nee, da. Sieht gut aus. Sehr schön. So, jetzt kommt hier. Habe ich jetzt gerade den Sand ab? Ich habe die Erde abgeladen. Die brauche ich doch gleich noch. Zum Aufschütten. So, was wir aber noch gleich mal machen können, ist hier den Weg vervollständigen. Sieht doch gut aus. So. Ja. So, hier fehlt noch eine Reihe. Dann mache ich mal hier einmal durchgehen. Upsala. Na, so ist er noch. So sieht zwar aufgeschüttet aus, aber nicht zu eckig. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist ja wie aus dem Boden geschissen. Das ist ja wie Atombombe bumm. Gut, hier haben wir jetzt mal die Stöcker, die wir noch entfernen müssen. Und Stöcke entfernen dauert leider ewig. Ich meine, so einen Stock aufzuheben, da musst du dich halt erstmal bücken und dann musst du einen rechten Winkel einnehmen und das dauert halt seine Zeit. Na, alter Mann ist kein D-Zug. So viel mal dazu.
Ah ja, mindestens gibt es ein paar Stöcker. Das geht doch schon. Türchen, das ist ja relativ... Och, hier ist auch immer noch was. Oh. So. Sieht hier relativ sauber aus. Ja, die beiden Bäume müssen auch auf jeden Fall weg. Die sind auch mitten im Haus. Hier sieht es soweit gut aus. Hier kann das Haus direkt gebaut werden. Hier fehlt noch Zaun. Okay. Warum ist das so? Wer ist hier verantwortlich? Bitte einmal zu mir kommen. Shell abholen. Und wenn er fragt, warum, gleich nochmal. Dankeschön. Was ist hier passiert? Was zur... Achso, boah, Alter, boah. Ich dachte gerade, das hier ist ein Grundstück und wir sind hier mit dem Zaun überhaupt nicht in der Flucht, aber das ist ja vorne, ist ja unser hier, na da, wo die Tiere leben halt. Alter, dann hältst du mich aber gerade schon ein bisschen am Hyperventilieren. Mit dem Hyperbrator. So, hier ist auch alles in Ordnung. Gut, die ganze Gras kann weg, wobei, warum eigentlich? So, und jetzt muss hier noch der Zaun hin. Genau, hier haben wir auch schon überall den ganzen Zaun, oder? Oh, sieht gut aus. Hey, wir sind ja richtig vorbildlich hier. Gut, dann kommt jetzt hier noch der letzte Zaun hin. Nee. Lass mich durch, ich bin Arzt. Was ist hier los? So. Ja. Bis wo eigentlich? So, hier auch noch. Ich sollte mir mal angewöhnen, immer erstmal die Ecken zu markieren und dann erst loszulegen. Da muss ich immer so lange überlegen, bis wohin eigentlich. So, wir brauchen mehr weißen Zaun. Ich mach mal manuell. Damit wir hier nicht so viel weißen Zaun rumfliegen haben. Und die paar, die wir zu viel haben, dann einfach wegschmeißen können. Wenn die überhaupt welche zu viel haben. Idealerweise... Alter, mal eine Lücke hier zwischen. Idealerweise kriegen wir es ja auch ideal hin. Ah, nee. Natürlich nicht. Es bleiben natürlich genau drei übrig gleich. Och, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Kann ich hier nicht noch irgendwo einen absnacken? Nee, ne? Tja, und der Ding steht natürlich genau mitten im Haus. Tja, was willst du machen? Außer schreien. Wo ist denn schon wieder unsere Axt hin? Ist die schon wieder kaputt oder haben wir die in die Kiste gepackt? Okay, dann lassen wir erstmal hier ein bisschen Baumaterial da. Axt kommt her. Und du kommst auch weg, du kommst auch weg. Ich brauche jetzt ein bisschen Platz hier im Inventar. Ist ja hier schlimm. Und jetzt kommst du hier. Und dann brauchen wir einmal hellen Zaun. Wir haben wirklich keinen hellen Zaun mehr. Nur noch einmal. Das gibt's doch gar nicht. Nö, wir sind verflucht. Wir werden jetzt dazu genötigt, drei Zäune zu verschwinden. Das ist dezent deprimierend. Aber es ist halt so, was willst du machen? So etwas nennt man freie Marktwirtschaft. Hey, was ist das Holz? Achso. Alles gut, hatte ich bereits alles.
So. Axt haben wir auch dabei. Sehr schön. Spring doch mal. Diese Stamina schon wieder hier. Gut, dann würde ich mal sagen, die letzten drei Zäune lasse ich dann doch da. Drei Zäune mit einmal wegschmeißen ist ein bisschen heftig. Ernsthaft jetzt? Ja, weil wir so alle verarschen. Gut, hier brauchen wir später wieder ach nee, hab ich sogar dabei. Sehr schön. Du willst dich jetzt gerade verarschen, oder? Kann das sein? Hat überhaupt die Tür getan? So. Hätten wir das auch geklärt? So, die beiden Bäume hier müssen auch noch weg. Da führt leider nichts dran vorbei. Die stehen nun mal mitten... Klappe jetzt. Die stehen nun mal mitten im Haus. Hallo. So, haben wir Erde dabei? Nein, natürlich nicht. Gut, die sieht man später eh nicht. Die können wir wunderbar überbauen. Alles andere können wir eigentlich soweit auch so lassen. Und der Rest ist dann quasi bloß noch Häuser, Wände hochziehen und Dächer bauen. Wobei ich da... Na, wobei doch, die Wände können wir schon mal machen. Und irgendwie Dächer, da müssen wir dann ja erstmal... In die Wüste. Mitten in die Wüste. Jetzt wird eine schon Aktion. Okay, okay. Ich würde aber mal trotzdem sagen, jetzt noch anzufangen lohnt sich eigentlich kaum noch. Ich mache an der Stelle damit einfach mal Folgenende. Ist zwar jetzt eine relativ kurze Folge geworden. Mal gucken. Ernsthaft? Giant Fern Trunk. Kann man da irgendwas machen? Okay. So heißt das Ding schon mal nicht. Weiß das Ding auch nicht. Wer heißt denn du? Ist doch Fern. Oder hab ich das gerade falsch geschrieben? Okay, und das kann nur eins bedeuten. Man kann daraus gar nichts machen. Der ist ein bisschen traurig. Was ist das für ein Zeug? Fiddlehead. Kann man daraus echt nichts machen? Das ist ja traurig. Ah doch, Stöcker. Aber warum wird es mir denn nicht angezeigt? Okay, warte. Ah, okay, wow, okay. Ja, weil man Stöcker aus alles machen kann, was in die Gruppe Holz gehört. Und das ist einfach auch Teil der Gruppe Holz. Teil der Gruppe Tree. Also, Baum, Stamm. Können wir da mal kurz filtern. Group. Ja. Ist klar, Ronny. Mach wieder, was du willst hier. So. Was ist denn hier los? Die Dinger gehören auch alle dazu? Lol. Da müsste jetzt... Okay, machen wir anders. Dann gibt es dafür noch mal eine extra Gruppe, oder was? Ach ja, ich bin doch bescheuert. Eben ist ja kein... Man macht den Stecker nicht aus Baum, sondern aus den Brettern. Okay, das zählt aber gar nicht mit dazu. Hä?
Die Dinger gehören alle zur Gruppe Stick? Was zur Hölle? Okay. Aber zu welcher Gruppe gehört das denn dann? Ich verstehe das gerade. Was machen wir? So, danke. Fern. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach Fans ist. Ja, danke dafür. Leider kriegt man halt keine Informationen darüber, bei einem Item, zu welchen Gruppen dieses Item alles gehört. Sowas fehlt irgendwie noch ein bisschen. Andererseits, vielleicht habe ich mein Inspektor-Tool dabei. Wie es aussieht, nicht. Suchst du noch diese Sulfur? Nein, habe bereits welches gefunden in der Nähe von Lava. So. Beep, Information Tool. Wo bist du? Ach nee, hab ich da unten. So. Dann komm. Wo ist denn das? Bin ich jetzt. Also langsam. Doch. Langsam werd ich gaga. Hä? Hab ich das jetzt hier. Hab ich das immer. Oh Mann. In mein Backpack gepackt oder was? Ja! Er leckt mir doch am Arsch. Okay, sonst hätte ich gesagt ungefähr bei welcher Position das gibt, weil hab so fuhr. So. Ne, hier steht auch nicht, in welcher Gruppe das ist. Achso, hier unten für, weil es in der Area drin ist. War gerade gewundert, was der Spruch hier unten soll. Du selber kannst es abbauen, aber andere können es nicht abbauen? Hä? Ja, ist darauf bezogen, dass der Block gerade im geschützten Bereich ist. Ja. So macht das Ganze auch Sinn. So, also denken, dass ich das Ding mal mit habe. Obligatorisch diesen Apfel mal einsammeln. Das wird das zum Running Gag, da vorne über diesen Apfel einzusammeln. Jutchen, er würde mal sagen, wir sind eigentlich soweit relativ gut durch. Was wir hieraus machen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht fülle ich hier auch auf so einem niedrigen Niveau, auf dem Niveau hier zum Beispiel, ein bisschen Wasser ein. Dass es so ein Planschteich wird. Ich würde das ein bisschen offen lassen. Ich weiß es echt noch nicht. Vielleicht lasse ich es auch direkt so. Dann können wir sagen, ja, vor 300.000 Jahren ist hier ein Meteoroid eingeschlagen, so groß wie der Mond. Und alles, was hinterlassen hat, war dieses kleine Loch. Echter Diamant. ja, macht überhaupt keinen Sinn, ich weiß. Ja, und dann werden wir nächste Woche vielleicht irgendwas anderes machen. Ansonsten, wenn wir hier weitermachen, werden wir dann anfangen, die Dinger hier hochzuziehen, also die Gebäude. Es wird langsam. Man kann schon erahnen, wie das ungefähr aussieht. Finde ich geil. Finde ich echt geil. So richtig geil. Ja, so eine Art. Gut, dann müssen wir dann später noch überlegen, wo denn die Felder hinkommen. Weil hier will ich auch noch eine Hausreihe hinmachen. Andererseits, warum eigentlich? Ich könnte tatsächlich hier... Ja, eben. Ich bin auch ein bisschen bescheuert. Ich könnte da hinten noch Häuser hinmachen. Und hier die Reihe mache ich dann tatsächlich direkt schon Felder. Weil hier müssen ja nicht unbedingt auch noch Häuser sein.
Ich meine, wir haben bereits 9 Häuser, das sollte eigentlich reichen für den Anfang. Ne? Easy. Aber wie gesagt, das gucken wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal. Is it Miros, das ist egal los. In dem Sinne, noch ein Apfel essen und dann verabschieden wir uns. Achso. Okay. Bin fertig für heute. Tschüss. So. Und jetzt ab ins. Achso, geht ja nicht. Hab gerade Alt F4 gedrückt, aber es geht ja im Vollbildmodus nicht. Gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V, bis zur nächsten Woche. Und ich weiß noch nicht, was ich da mache, ob ich dann am Hotel weiterbaue oder doch erstmal am Leuchtturm weiterbaue oder wir direkt die Siedlung weiterbauen, wo oder wir dafür erstmal in die Wüste gehen und sterben gehen oder für eine Höhle gehen, komplett useless. Gibt es noch irgendwas, was man machen kann? Oder mit der Gleisanlage anfangen. Siehst du? Da schreibe ich mir noch auf meine To-Do-Liste. Sonst vergesse ich das wieder. Das ist ganz klar. Das würde ich sowas von vergessen. To-Do-Liste, genau. So, kleines Gebäude mit Technik. Das haben wir alles schon gemacht. Hütte im Japan-Stil müssen wir auch noch machen. Hütte auf der kleinen Insel. Was auch immer das bedeuten soll. Welche kleine Insel? Ja. Bahnstrecke in die neue Dorfsiedlung. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. So, Mine haben wir schon. Kann weg. Kleine Gebäude. Achso, das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt hier vorhatte mit dem Dorf. Haben wir also auch schon. So, Laternen, steht immer noch aus, aber ich weiß nicht genau, wo ich Laternen hinbauen möchte. Leuchtturm mit, da sind wir gerade dabei. Hotel auf der kleinen Insel. Ach, jetzt, ja, ich bin ab. Hotel auf der kleinen Insel, klar, das ist das Hotel, was wir jetzt bauen. Da sind wir also auch schon dabei. Ja, das sind wir auch gerade dabei. Egal, ich lasse es trotzdem hier noch direkt stehen. Weil eben, da sind wir gerade dabei. Von daher ist es ja noch to do. Weil das haben wir noch zu tun. Mine aber nicht mehr. Mine sind wir fertig. Okay, fertig. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, schau mit V. Bis zum nächsten Mal. Also nächste Woche.